Gemeinsam. Gemeinsam müssen wir Demokraten die widerlichen und immer wieder stattfindenden rechtsextremen Umtriebe in unserem Land bekämpfen, zurückdrängen und stoppen. Und ohne Wenn und Aber, Sachsen sagt Nein zur Fremdenfeindlichkeit. Die Ereignisse erschüttern mich als Christ und als Politiker maßlos. Es geht um unser Land und der großen Mehrheit der Menschen gut. Es wird einem nichts geschenkt, aber mit Eigenverantwortung und Einsatz kann jeder aus seinem Leben etwas Sinnvolles und Zufriedenstellendes machen. Auf der anderen Seite haben die Menschen viele Anstrengungen durch die tiefgreifenden Veränderungen seit 1990 erlebt. Die zunehmende Komplexität der Welt durch Globalisierung, Internet und Herausforderungen wie Kriege und Klimawandel und deren Folgen ist für viele nicht leicht. Einige Menschen in unserer Gesellschaft sind verunsichert und an den Rand gedrängt, weil sie sich benachteiligt fühlen. Das ist aber nicht das, was entschuldigt, wenn man darauf mit Fremdenfeindlichkeit reagiert oder wenn man deshalb den extremen Rand stärkt, wo Rechtsradikale mit Hass und Gewalt ihre innere Verirrung und Verrohung an anderen, meist Schwächeren, auslassen. Besonders abscheulich und menschenverachtend ist es, wenn sie sich dafür diejenigen aussuchen, die vor Krieg und vor Vertreibung geflohen sind. Es ist ein jämmerliches und abstoßendes Verhalten, wenn Flüchtlinge attackiert, Unterkünfte angezündet und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht werden. Da werden Aufklärung, Freiheitskampf und Demokratisierung hinweggespült. Der Humanismus wird durch Barbarei verdrängt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dafür darf es keinen Raum in Sachsen geben. Dagegen muss es den Widerstand aller geben. Und wir müssen an die Ursachen ran und noch stärker unsere Werte verteidigen und die Radikalisierung bekämpfen. Das Nie wieder Krieg muss zwangsweise in Deutschland auch heißen, kein Rechtsradikalismus in unserem Land. Die fremdenfeindlichen und rechtsextremen Ereignisse in Sachsen bilden eine lange Kette, die mich und die uns alle beschämt. Ja, es stimmt. Sachsen hat ein Problem mit Rechtsextremismus und es ist größer als viele, ich sage es ehrlich, auch ich, es wahrhaben wollten. Es sind wenige Menschen, aber doch zu viele, die dem Rechtsradikalismus nicht widerstehen. Keiner wird so geboren, aber zu vielen ist er vorgelebt worden oder sie lassen sich von den dumpfen Parolen verführen. Und zu viele Menschen stehen daneben oder sympathisieren damit auf dem Sofa mit einem schweigsamen Dulden, mit einem zustimmenden Nicken oder dem schnellen Gefällt mir auf Facebook legen auch Sie die Axt an unsere Grund- und Werteordnung. Die Sachsen haben 1989 Freiheit und Demokratie erkämpft. Wir werden sie heute ebenso verteidigen. Wir Sachsen haben von der Hilfe anderer und deren Weltoffenheit profitiert. Wir wollen heute selbst hilfsbereit und weltoffen sein. Mein Ziel ist es, dass ein starker Staat und aktive Bürger gemeinsam eine gesellschaftliche Mobilisierung in Sachsen schaffen, die unsere Werte verteidigt und Radikalisierung entschieden bekämpft. Zu einem starken Staat gehört auch, sich gegen die Feinde der Demokratie zu Wehr zu setzen. Sachsen hat sich bereits frühzeitig für ein Verbot der NPD stark gemacht und den Anstoß für das Verfahren gegeben. Als Präsident des Bundesrates werde ich morgen den Antrag der Länder begründen. Als Ministerpräsident habe ich persönlich erlebt, wie die NPD und ihre Anhänger gegen staatliche Einrichtungen und Amtspersonen hetzen. Sie wollen nichts anderes,
als die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland beseitigen. Weil Rechtsextreme den Staat bekämpfen, dem wir dienen wollen, müssen wir die Rechtsextremen und ihre Sympathisanten bekämpfen. Oft ist es auch der Wunsch, sich nicht allein zu fühlen. Und deshalb wollen wir die Kommunen bei der Vernetzung und Strukturbildung im Ehrenamt zusätzlich unterstützen. Menschen zusammenbringen, gemeinsam nach Lösungen suchen, das sind auch die Ziele unserer laufenden Dialogveranstaltungen, vor allem im Frühjahr 2015 gewesen und die sich fortsetzen. Ganz klar gibt es für einen Dialog Regeln. Hetze und Fremdenfeindlichkeit sind Ausschlusskriterien. Und wer Menschen angreift und Häuser anzündet, hat kein Gespräch verdient, sondern eine harte Strafe. Und wer auf eine Demo geht, muss sich sehr gut überlegen, mit wem er da mitstreitet oder mitläuft. Wer teilnimmt, der teilt auch das, was dort gesagt wird. Auf der anderen Seite schließe ich aber auch niemanden vom Dialog aus, nur weil er eine andere Meinung hat als ich oder die Meinung nicht der Mehrheit oder der veröffentlichten Meinung entspricht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen alles tun, damit politische Entscheidungen besser verstanden werden, damit wieder Vertrauen in die Demokratie und in die staatlichen Institutionen wächst und die Zivilgesellschaft durch noch mehr Engagement gestärkt wird. Deshalb wollen wir als Regierung gemeinsam mit den verschiedensten regionalen Partnern mit noch mehr Dialogangeboten im Land auch präsent sein. Und die Demokratiekonferenz, zu der ich am 30. Mai dieses Jahres einlade, wird sich mit politischen Beteiligungsformen beschäftigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die große Mehrheit in Sachsen ist bei der Aufnahme und Betreuung von Flüchtlingen solidarisch, weltoffen und hilfsbereit. Und dafür bin ich dankbar. Bin auch dankbar, dass durch die mediale Vermittlung dieser Offenheit gegenüber Fremden das Bild Sachsens komplettiert wird. Diese Beispiele ermutigen. Es gibt aber auch Mitbürger, die Fragen haben und sich Sorgen machen, die Angst vor Fremden haben, selbst dann, wenn noch kein einziger Asylbewerber im Ort ist. Diese Menschen aufzugeben, sie in eine Ecke zu stellen, ist falsch. Vielmehr müssen wir alles versuchen, die Angst vor dem Fremden oder der notwendigen Veränderung zu nehmen. In vielen Gemeinden schaffen Bürgermeister, Abgeordnete, Kirchen- und Vereins- und Behördenvertreter gemeinsam Diskussionsplattformen zur Information, zur Aufklärung, zum gegenseitigen Kennenlernen. In der Asyl- und Flüchtlingspolitik brauchen wir eine sachliche Debatte darüber, wie wir unserer christlichen und humanistischen Pflicht im Rahmen unserer Möglichkeiten gerecht werden, wie wir zu schnelleren Asylverfahren kommen, die für alle Klarheit bringt und wie wir konsequent diejenigen zurückführen, die nicht bleiben dürfen, damit wir die Kraft und Ressourcen haben, denen bei der Integration zu helfen, die bleiben dürfen. Die Staatsregierung will eine schnelle und für beide Seiten erfolgreiche Integration mit Herz und Verstand ermöglichen. Unsere Rechtsordnung und unsere Werte anzuerkennen, ist das, was wir von den Menschen einfordern, die bei uns bleiben wollen. Genauso wie das Erlernen unserer deutschen Sprache. Auf der anderen Seite müssen wir ihnen helfen, zu einer schnellen Teilhabe durch Arbeit und Bildung zu kommen. Auch hier wollen wir unsere Lösungen mit gesellschaftlichen Gruppen und Initiativen diskutieren und im Dialog weiterentwickeln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so drängend die Herausforderungen sind und so wichtig bei deren Lösung ein gewisses Tempo ist, Gründlichkeit und Nachhaltigkeit darf das nicht ausschließen. Unser Fahrplan steht. Wie bereits angekündigt, werden wir am Freitag zu einer außerordentlichen Kabinettssitzung zusammenkommen. Wir werden erste Entscheidungen treffen. Ein erstes Handlungsprogramm zur Integration werden wir beschließen. Wir werden uns bewährte Programme und Verfahren nicht nur anschauen, sondern auch verändern und weniger erfolgreiche neu definieren. Und wir werden dazu auch mit diesem Hohen Hause uns beraten.
Die langfristigen Maßnahmen und deren finanzielle Absicherung werden wir mit dem Haushaltsverfahren für das Jahr 2017 und 2018 beschließen, welches mit der Eckwerteklausur in wenigen Tagen beginnt. Wir werden die Voraussetzungen schaffen, Bundes- und Landesprogramme bestmöglichst auch zu verzahnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Verteidigung unserer Werte, der Kampf gegen Radikalisierung und Fremdenfeindlichkeit sowie eine erfolgreiche Integration, diese Ziele leiten die Arbeit der Staatsregierung und mich persönlich. Ich bin mir bewusst, dass wir dafür einen langen Atem brauchen. Denn es geht an vielen Stellen um eine überzeugende Haltung. Und es geht überall um ein entschiedenes und ein dauerhaftes Handeln. Und an diesen Handeln werden wir gemessen. Nur gemeinsam als starker Staat und als aktive Bürger werden wir erfolgreich sein. Ich persönlich bin dazu entschlossen und werde nicht nachgeben, damit Sachsen das ist, was es sein soll, eine gute Heimat für alle und ein weltoffenes Land. Vielen Dank. Ja, der Freistaat Sachsen hat ein immenses Imageproblem. Die einen können nicht verstehen, was bei uns abgeht, und die anderen machen sich über uns noch lustig, nur noch lustig wie am Freitagabend in der Heute-Show. Sie, Herr Ministerpräsident, meinen, es sind nur einige wenige, die uns diese Probleme machen. Viele Sachsen wiederum verstehen überhaupt nicht, worum gerade Sie im Fokus der öffentlichen Kritik stehen. Darunter viele CDU-Abgeordnete hier im Parlament und zeigen mit den Fingern auf andere. Aber dazu komme ich noch. Ob wirtschaftliche, soziale oder kulturelle Innovationen, da ist die Bevölkerung unserer Region seit 800 bis 1000 Jahren immer ganz vorne mit dabei auf der Welt. Das galt allerdings leider teilweise auch für die Schattenseiten der Geschichte. Und so hat Nazi-Deutschland in Sachsen besonders starke Stützen. Wir sollten also heute keine Zeit mit dem Versuch vergeuden, Mythen zu retten, sondern der Wirklichkeit ins Auge zu sehen und daraus Konsequenzen zu ziehen. Denn so wie derzeitig geht Sächsisch tatsächlich nicht mehr. Keinen Monat, keine Woche, keinen Tag mehr. Herr Ministerpräsident, ich habe Sie zweimal in dem Landtag ausdrücklich für Ihre Worte zum Thema rechte Gewalt und Rassismus gelobt und meinen Respekt gezollt. Sorry, aber ein drittes Mal tue ich das nicht, denn ich glaube Ihnen kein Wort mehr. Die Arbeitsteilung in der sächsischen CDU hat Sachsen an den Abgrund geführt. Sie, Herr Tillich, als Mann der moralischen Empörung mit den entsprechenden Zitaten für die Medienlandschaft, und die Herren Kupfer, Kraus und Kretschmer als politisches Rauschmittel für den sächsischen provinziellen Alltagsrassismus. Die Ergebnisse sind eine Serie von durch nichts zu rechtfertigende Vorfälle, deren vorerst letzten spektakuläre Tatorte Klausnitz und Bautzen sind. Es war der CDU-Fraktionsvorsitzende Kupfer, also Sie, Herr Kupfer, der in der vorletzten Woche in der freien Presse den Satz gesagt hat, Zitat, die Bevölkerung braucht ein Zeichen in der Flüchtlingskrise, dass jetzt Schluss ist. Einige Bürger haben sich daraufhin Klausnitz in die Tat umgesetzt und ein Zeichen gesetzt. Ich nenne das politisches Zündeln. Und andere zünden dann tatsächlich in Bautzen. Ein Neuanfang kann es in Sachsen geben, wenn die Regierungspolitik nicht weiter an der Legende der Flüchtlingskrise strickt, sondern dem Ideal der Aufklärung folgend auf wirkliche Ursachen und Wirkungen schaut. Einen Neuanfang kann es in Sachsen geben, wenn sich die obrigkeitsstaatliche CDU einer kritischen Aufarbeitung ihrer Regierungsarbeit stellt. Einen Neuanfang kann es in Sachsen geben, wenn die Staatspartei CDU ihre Ignoranz gegenüber konstruktiven Vorschlägen der demokratischen Opposition aufgibt. Einen Neuanfang kann es in Sachsen geben, wenn eine Mehrheit im Landtag endlich eine sozial verantwortliche Politik für die in Land Sachsen lebenden Menschen macht. Herr Ministerpräsident, hören Sie auf mit der Relativierung und packen Sie es mit an. Vielen Dank. Die Bilder dieser Köpfe, und es waren ja nur noch Köpfe, man hat gar keine Körper mehr gesehen, die gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Das, meine Damen und Herren, sind nicht meine Worte, es sind die Worte von Wolfram Fischer, einem ehrenamtlichen Helfer, der mit den Flüchtlingen im Bus in Klausnitz saß. Der war dort, der war mittendrin. Wir alle hier haben nur die Bilder gesehen. Ich meine unerträgliche Bilder aus Klausnitz.
Bilder eines Mobs, der hasserfüllte Parolen skandiert hat. Bilder von Menschen, die Angst um ihr Leben hatten. In Sachsen im Jahr 2016. Ja, wir müssen die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen. Müssen auch darüber sprechen, müssen auch aufpassen als Politikerinnen und Politiker, dass wir Menschen nicht in eine Ecke stellen, nur weil sie vielleicht nicht ganz so ausgewogen oder teilweise intellektuell sprechen wie Politiker. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, der Ton macht die Musik. Dieses Verständnis hat auch Grenzen. Wer Sorgen in angemessener Form äußert, muss ernst genommen werden. Wer nur vorgibt, Sorgen zu haben, aber Andersdenkende und Flüchtlinge niederbrüllt, dem müssen wir klar sagen, hier ist die Grenze erreicht und das ist auch nicht verhandelbar. Natürlich gibt es ein Recht auf freie Meinungsäußerung, aber es gibt kein Recht auf Beleidigung, Beschimpfung oder Bedrohung, möchte ich ja ganz klar sagen. Dem Reden muss ein Handeln folgen. Oder lassen Sie es mich anders sagen. Wir alle werden in 10, 20 Jahren gefragt werden, was wir getan haben in dieser schwierigen Situation für Sachsen. Was haben wir getan, um den Rassismus in unserem Land zu bekämpfen? Was haben wir getan, um allen Menschen ein würdiges Leben zu ermöglichen? Und was haben wir getan, um das Vertrauen in die Demokratie zu stärken? In dieser Situation ist Nichtstun keine Option. Wir werden uns alle in diesem Raum messen lassen müssen, was wir getan haben und was wir unterlassen haben. Und deshalb sage ich ganz klar, wir werden in dieser Koalition gemeinsam handeln. Vielen Dank. Lassen Sie mich gleich zu Beginn in aller Deutlichkeit sagen, die jüngsten Vorkommnisse in Bautzen und Klausnitz sind durch nichts zu entschuldigen. Und deshalb begrüßen wir als AfD-Fraktion grundsätzlich die Einberufung des Landtags für diese Sondersitzung. Die kurze Frist hierzu könnte man kritisieren, vor allem, weil diese Vorkommnisse nur Symptome von Problemen sind, die im Grunde schon lange in Sachsen schwelen. In den letzten Tagen und Wochen ist besonders offensichtlich geworden, dass es ein Weiter-so nicht geben darf. Wir hoffen, Sie stimmen mit uns überein, dass wir über die bestehenden Probleme nicht nur reden, sondern dass wir sie auch lösen müssen. Um das zu schaffen, können Regierungserklärungen nützlich sein. Sie müssen dazu aber unbedingt die Ursachen und nicht nur die Symptome des Konfliktes offen benennen. Wir haben in der Vergangenheit viele Erklärungen und Debatten rund um das Thema Flüchtlingskrise und die damit verbundenen Themen innere Sicherheit, Bürgerproteste und politisch motivierte Gewalt erlebt. Geändert hat sich nichts, im Gegenteil, die Situation hat sich sogar verschlimmert. Nun plädieren Sie, Herr Tillich, für einen starken Staat und aktive Bürger, dafür, dass unsere gemeinsamen Werte verteidigt und Radikalisierung bekämpft werden soll. Ihre Forderungen sind größtenteils selbstverständlich und sie sind zu unterstützen. Sehr geehrter Herr Tillich, sehr geehrter Vertreter der Staatsregierung, sehr geehrte Abgeordnete der Regierungskoalition, wenn Sie von den Bürgern ernst genommen werden wollen, wenn Sie Radikalen, Rechtsradikalen und Linksradikalen den Boden entziehen wollen, müssen Sie aber nicht nur reden, sondern Sie müssen auch handeln. Zu einem starken Staat oder besser einem durchsetzungsstarken Staat sagen auch wir Ja. Wir erleben leider zu oft, dass Aktivität der Bürger nur so lange erwünscht und akzeptiert ist, solange sie im Sinne der Regierung erfolgt. Aktive Bürger muss aber auch bedeuten, dass jede Form von friedlichen Protesten als Teil der politischen Kultur verstanden wird. Und wie kann man friedliche Proteste besser ausdrücken als mit Demonstrationen? Herr Tillich, die CDU hat die Bürger in Sachsen 25 Jahre lang dafür gelobt, dass sie es waren, die vor allem mit friedlichen Demonstrationen 1989 die Wende ermöglicht haben. 25 Jahre lang
hat man die Bürger zu Recht darin bestärkt, dass friedliche Demonstrationen gerade für den demokratischen Diskurs im Land wichtig sind. Man kann den Bürgern ihre Erfahrungen mit dem Systemwechsel 1989 und ihre Erfahrungen mit zwei verschiedenen Staatsformen auch nicht mehr wegnehmen. Gerade in den neuen Bundesländern haben die Menschen gelernt, Regierungen und Politiker zu hinterfragen. Sie mussten mehrfach erleben, dass Freiheit gelebt und notfalls erkämpft werden muss. Dass nicht alles einfach akzeptiert werden muss, was die Regierung als alternativlos präsentiert. Deshalb sind gerade in Sachsen und in den neuen Bundesländern die Proteste der Bürger besonders intensiv. Das ist keine Rechtfertigung für Gewalt oder für brennende Häuser. Es ist jedoch notwendig, die leidige Diffamierungsstrategie gegen alle Kritiker der Migrationspolitik zu beenden, die weder zu Gewalt aufrufen noch Gewalttaten ausüben. Es geht nicht darum, eine überforderte Regierungsspitze sturmreif zu schießen. Es geht darum, vor allem Wege zu finden, dass Menschen künftig vor Angriffen geschützt werden, dass konsequent gegen fremdenfeindliche Hetzer und Gewalttäter vorgegangen wird und dass die komplexen Probleme bei der Aufnahme und Integration der Flüchtlinge gelöst werden. Sachsen braucht dringend einen funktionsfähigen Rechtsstaat und eine neue demokratische Kultur in der Zusammenarbeit. Das ist unser konstruktives Motiv und deswegen haben wir diese Sondersitzung beantragt, meine Damen und Herren. Doch anstatt die ausgereichte Hand zu nehmen, wirft uns die CDU vor, dass es uns ja gar nicht um die Sache gehen würde. Und selbst nachdem der Ministerpräsident die Notbremse zieht und die Notwendigkeit dieser Sondersitzung erkennt, bleiben Sie bei der hämischen Bemerkung, dass damit die Staatsregierung ja nur unserem blanken Populismus zuvorkommen würde. Meine Damen und Herren der CDU-Fraktion, eindrucksvoller konnten Sie nicht illustrieren, welche politischen Erfahrungen Sie seit 26 Jahren engagierten Bürgern hier in Sachsen vermitteln. Kern dieser Erfahrung ist gefühlte Ohnmacht, denn alle Macht geht scheinbar von der CDU und der von ihr geführten Regierung aus. Engagement ist nur dann erwünscht, solange es dieser Führung hinterherläuft. Sobald es aber kritisch wird, wird es von Ihnen diffamiert. Viele Sachsen haben sich an die gefühlte Herrschaft einer Partei gewöhnt. Die Kehrseite dieser Gewöhnung ist aber, dass demokratische Diskursfähigkeit wenig geübt wurde. Und das fliegt jetzt nicht nur Ihnen um die Ohren, sondern uns allen. Jetzt brennt es in Sachsen, die Übergriffe gehen immer weiter. Und ich muss ganz deutlich an die Adresse der CDU-Fraktion sagen, wenn Sie unseren Antrag auf eine Sondersitzung als blanken Populismus abtun, dann haben Sie den Ernst der Lage immer noch nicht verstanden. Herr Ministerpräsident, schon in der vergangenen Woche haben Sie die Bedeutung der Zivilgesellschaft im Kampf gegen den Rechtsextremismus hervorgehoben. Ich habe mich gefragt, wie Sie das meinen, da doch Menschen und Initiativen, die genau das seit Jahren tun, in Sachsen seit Jahren auch behindert, zum Teil auch kriminalisiert wurden. Ist das jetzt ein Kurswechsel, den Sie hier ankündigen? Ich sage mal ganz deutlich, eine aktive Zivilgesellschaft gibt es längst in vielen Regionen unseres Landes, die bei Betreuung und Integration von Geflüchteten engagiert ist, die bei Demos gegen Nazi-Aufmärsche und Menschenfeindlichkeit trotz Behinderung durch Behörden, Polizei und Justiz tausende Menschen auf die Straße brachten, lange vor der von ihrer Staatskanzlei organisierten Kundgebung. Sie wollen die Unterstützung dieser Zivilgesellschaft? Dann unterstützen Sie bitte die demokratische Zivilgesellschaft, betrachten Sie diese bitte nicht als Klaköre der Regierung.